So, hier soll es weitergehen im neuen Video. Mit immer noch demselben Teil der Räuber-Story, also Fallout 4-Story. Und um den Zusammenhang zu haben, sollte man natürlich vorher den ersten Teil davon gehört haben, also praktisch den ersten Teil von Teil 9, weil das hier ist offiziell Teil 9 von der Story. Und da geht es genau da jetzt weiter, wo es zuletzt aufgehört hat. Dummerweise habe ich jetzt schon wieder vom vielen Vorlesen so einen voll trockenen Mund. Und es wird nochmal genauso lang gehen wie der vorherige Teil, also um nicht zu sagen ewig lang. Tacitus und Großer Bär waren auf Martius und Senator Ancius getroffen, die sich ebenfalls auf dem Weg zum Tenpenny Tower befanden. Denn sowohl die Homie-Klasse als auch die Mofo-Klasse hatten ihren Batik-Unterricht dort und nach anfänglichen gegenseitigen Beleidigungen war ein harter Kampf entbrannt. Großer Bär hatte sich Martius' Schlagring geschnappt, den Tacitus mit seinem Telekinese-Zauber aus Martius' Händen entfernt hatte. Aber Martius verfolgte Großer Bär jetzt die ganze Zeit mit einem Kampfmesser und Senator Ancius feuerte dauernd sein Nagelgewehr ab, wie ich es jetzt gleich irgendeinen Sound haben soll, wenn ich ihn finden kann. Na toll, ich weiß es aber nicht, wie ich selber das genannt habe. Ist vielleicht hier irgendwo? Ach so, nee, das war, glaube ich, so ein Emo-Schuss-Sound. Ich muss den Sound erstmal rausholen, das dauert jetzt ein bisschen. Wir werden angegriffen. Boah, ist das Gag heute langsam. Henna, toll. Da wäre der Sound also okay. Und Senator Ancius feuerte sein Nagelgewehr ab, welches bei jedem Schuss dröhnenden Lärm verursachte. Großer Bär rannte die ganze Zeit weg und heilte sich dabei andauernd, während Tacitus versuchte, die Mofos mit seinem Zauberspruch zu entwaffnen. Aber jetzt kam auch noch Suzette dazu und Senator Ancius rief: Suzette, mach dich zur Abwechslung mal nützlich, Mädchen. Knall die stinkenden Räuber ab. Suzette hatte ein Laser-Sniper-Gewehr, von dem er jetzt auch wieder erstmal den Schusssound suchen muss. Natürlich, ich habe jetzt keinen Laser-Sniper-Gewehr-Sound, also kommt halt sowas. Suzette hatte ein Laser-Sniper-Gewehr. Mit dem zielte sie direkt auf Tacitus Kopf und feuerte. Tacitus ging zu Boden und war schwer verwundet, und Großer Bär rief: Stern, 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 Mofos! Er versuchte nun gleichzeitig Tacitus zu heilen und auch den Heilzauber auf sich selbst zu sprechen, denn Senator Ancius traf ihn immer wieder mit blauen Bolzen. Aber auf einmal war ein Stimmengewirr zu hören. Die Stimmen rief: Hahaha, Zeit zum Töten! Na los, Jungs, Frischfleisch! Der erste Fehler ist auch der letzte! Schaut euch den Kleinen an, wie er auf harten Burschen macht! Wärst wohl besser im Bett geblieben, statt Superheld zu spielen! Mal sehen, ob ich's schaff, diese Sprüche von den echten Raider-Stimmen sprechen zu lassen. Nämlich das Gag ist da alles auch buggig. Nee, es funktioniert anscheinend. Mal sehen, ob es sich auch vorspielen lässt. Um Töten! Zeit zum Töten! Na los, Jungs, Frischfleisch! Der erste Fehler ist auch der letzte. Na toll, jetzt gibt's wieder den Bug, dass sich das Gag aufhängt.
Das ist ja klasse. Dann muss ich es nämlich auch noch abschießen. Dann starte ich es neu und lese in der Zeit weiter vor. Aber man hat ja. Hat sie jetzt ein bisschen mitgekriegt. Großer Bär schaltete sofort durch das Geballer der Mofos. War eine riesengroße Ladung Räder auf sie aufmerksam geworden. Weil Martius und Senator Anzius jetzt damit beschäftigt waren, die Räder zu bekämpfen, heilte Großer Bär sich in Ruhe selbst und verballerte dann noch sein restliches Mana, sodass Tacitus immerhin wieder auf den Beinen war. Dann galt es, sich an der Mofo-Klasse zu rächen. Suzette fiel im Kampf gegen einen Räder mit Schrotflinte, aber Senator Anzius hatte mit seinem Nagelgewehr schon 5 Räder erschossen. Und Martius hatte mit seinem Messer 2 Räder-Nahkämpfer aufgeschlitzt. Noch 3 Räder waren da, allerdings schlich Tacitus sich von hinten an Martius ran und hämmerte anschließend drauf los mit seinem Hammer. Dadurch kam Martius aus dem Konzept und wurde vom Räder mehrfach getroffen. Und noch bevor er ein Stimpack einsetzen konnte, schlug Tacitus ihn nieder. Schließlich gab es noch Senator Anzius, der mittlerweile alle Räder bis auf einen besiegt hatte und merkte, was los war. Senator Anzius drohte Tacitus an, Stern, oder es gibt eins aufs Maul. Weil Senator Anzius nicht genug aufpasste, wurde er von Großer Bär voll mit dem Schlagring erwischt und war besiegt. Großer Bär kündigte an, jetzt wirst du unsere Rache zu spüren kriegen, elender Mofo. Denn er hasste Senator Anzius wie die Pest, daher benutzte Großer Bär jetzt die Bodenattacke, um auf den am Boden liegenden Senator Anzius nochmal draufzutreten und auf seinen Körper aufzustampfen. Dann ging der große Raubzug los. Großer Bär schnappte sich Senator Anzius Geld und stöhnte, der hat ja nur Müllwaffen, für die man eh nie genug Moni findet. Tacitus fand bei Martius auch keine bessere Waffe, aber immerhin 150 Kronkorken. Dann raubten sie noch Suzette aus, die jedoch auch nur Waffen hatte, mit denen sie nichts anfangen konnten. Da schlug Großer Bär vor, wenn wir schon keine Waffe kriegen, dann klauen wir der wenigstens die Muni, vielleicht können wir die später verkaufen. Tacitus war einverstanden. Er schrieb außerdem einen Zettel, den er vor Senator Anzius Nase legte, und dort stand, lass dies eine Warnung sein, gezeichnet die Räuber. Jetzt rannten Großer Bär und Tacitus weiter und hatten mehr Geld im Gepäck als vorher. Beim Wagenhändler liefen sie geradeaus weiter und hatten vor, anschließend nach links abzubiegen, doch da trafen sie auf Eli, die auch in diesem Teil zum ersten Mal vorkommt und die gerade eine Ladung Räder besiegt hatte und sich auf dem Weg zum Tenpenny Tower befand. Großer Bär beschloss, also die rauben wir jetzt aber sowas von aus. Wir werden die Nachricht weiterverbreiten, dass wir, die Räuber, zurück sind und man uns fürchten muss. Tacitus war einverstanden, also holte er seine Pistole, zeigte damit auf Eli und rief, Hände hoch, Überfall! Doch Eli entgegnete mit ihrer sanften Stimme, steck die Knarre weg oder ich dreh dich so blutig, dass du keine Knarre mehr halten kannst. Tacitus versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln, während Großer Bär sich von hinten anschlich. Doch Eli drehte sich urplötzlich zu Großer Bär um und verpasste ihm mit ihrer Powerfaust einen krachenden Schlag. Tacitus eröffnete das Feuer mit seiner Pistole, die irgendwie einen ganz blöden Feuersound hat. Tacitus eröffnete das Feuer mit seiner Pistole, die jetzt auch endlich richtig knallt. Aber Eli rannte auf ihn zu und steckte die Treffer einfach alle weg. Dann trat sie Tacitus mit ihren kuschelweichen Turnschuhen die Hände blutig, sodass der die Pistole fallen ließ. Großer Bär sah plötzlich, dass Rea ihn und Tacitus filmte, und er rief, ey, dieses stinkende Luder, Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Journalistin, immer wenn wir versagen, muss die auftauchen. Tacitus merkte, wie Rea Notizen schrieb, und er konnte sich denken, dass sie ihn und Großer Bär wieder verunglimpfen wollte in ihrem nächsten Zeitungsartikel. Deshalb rief er ihr zu, ey, du Bitch, du weißt aber schon, dass wir nicht jedes Mal scheitern. Wir haben immerhin gerade eben welche aus der Mofo-Klasse erfolgreich ausgeraubt. Schreib doch darüber mal einen Artikel. Aber Rea hörte gar nicht hin und lief einfach weg. Großer Bär hatte sich mittlerweile wieder geheilt und heilte jetzt auch noch Tacitus. Dann wollten sie zurück nach Megaton kommen und verhindern, als die beiden Letzten die Ziellinie zu überqueren. Da sah Großer Bär, wie Ingo und Jasmin kamen. Er flüsterte Tacitus zu, so, jetzt aber wirklich, die rauben wir jetzt nach Strich und Faden aus. Wir scheitern nicht nochmal. Zusammen versteckten sie sich, und als jetzt ein Räder mit abgesägter Schrotflinte kam, warteten sie ab, bis die Schüler der Homie-Klasse auf den trafen.
Schon bald war das typisch metallisch röhrende Geräusch von Jasmins Gleisgewehr zu hören. Und durch das Geballer wurde ein weiterer Raider auf Jasmin aufmerksam, aber jetzt schlich Großer Bär sich von hinten an und öffnete ihren Rucksack. Da machte es BUMM! Direkt vor Großer Bärs Füßen war eine Granate explodiert und er hatte ein Bein verloren. Tacitus saltete sofort und feuerte mit seiner Pistole auf Ingo. Und jetzt wollen wir natürlich die Pistole wieder hören. Der gerade die nächste Granate werfen wollte. Die Granate explodierte in Ingos Hand, sodass Ingo einen Arm verloren hatte. Großer Bär heilte sich inzwischen die ganze Zeit und hatte Glück, da Jasmin immer noch mit dem ersten Raider beschäftigt war und sich somit nicht um ihn kümmern konnte. Tacitus bedrohte jetzt Ingo mit seiner Pistole, der sich aber weigerte, das Geld rauszurücken. Und als Tacitus die ganze Zeit versuchte, ihn zu überreden, wurde er auf einmal von hinten mit einem harten Gegenstand getroffen. Instinktiv feuerte Tacitus und traf Ingo voll in die Brust, sodass der zu Boden ging. Dann drehte Tacitus sich um und sah einen Raider mit Nagelbrett, der jetzt auf ihn losgehen wollte. Aber jetzt hatte Großer Bär sich fertig geheilt und konnte wieder kämpfen, und Jasmin war am Verlieren gegen den todblinden Raider. Daher half Großer Bär nach mit seinem Schlagring und hämmerte Jasmin nieder. Dann erledigte er noch die Raider und jetzt wollte Tacitus richtig rauben. Sofort machte er sich an Jasmin zu schaffen und klaute ihr 300 Kronkorken, aber Großer Bär war dazu verpflichtet, Ingo zu heilen, und Ingo rief, »Das könnt ihr aber nicht machen, dass ihr uns hier einfach ausraubt. Eure Lehrer geben euch sonst eine schlechte Note.« Tacitus blaffte ihn an, »Spar dir deine blöden Predigten, oder ich schieß dir nochmal ins Knie.« Großer Bär fügte hinzu, »Du kannst dir mal hinter die Ohren schreiben, dass wir die Räuber sind und jetzt im Ödland das Sagen haben. Keiner entkommt uns, wir werden jeden ausrauben und dafür sorgen, dass ihr nicht mehr die reichsten Schüler weit und breit seid, sondern wir.« Während Ingo weglief, murmelte er, »Die Gerechtigkeit des Ödlands wird siegen. Wir werden unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken und...« Da traf ihn nochmal eine Pistolenkugel in den Rücken, die Tacitus abgefeuert hatte. Tacitus stellte klar, »Wir meinen es ernst, ihr verdammten Homies. Glaubt bloß nicht, dass ihr hier rumzicken könnt. Am besten kapiert ihr jetzt sofort, dass ihr euch immer den Räubern unterzuordnen habt.« Jetzt rannte er zusammen mit Großer Bär nach Megaton und sie kamen an, bevor die Stunde losging. Allerdings musste Tacitus jetzt 125 Kronkorken an Lex zahlen und Großer Bär 250 an Evita. Tacitus zahlte zähneknirschend und kündigte an, »Ihr seid nach dieser Stunde sowieso endgültig tot. Jeder einzelne von euch verdammten Sturmmänteln und dann holen wir uns das ganze Geld zurück.« Aber Großer Bär sagte Evita ins Gesicht, »Du elende Höhlenbraut, kannst mich mal sowas von Stern, 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 Stern. Ich krieg dich und dann kriegt die Moira deine verfluchten Sandalen.« Jetzt erschien auch noch Wolf und feuerte Großer Bär an, »Gut so, zeig's diesen Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Stern-Sturmmänteln. Wir müssen jetzt wirklich aufs Ganze gehen. Die Lage ist nämlich hoffnungslos, aber nicht ernst. Der Ryu will desertieren.« Sofort stieß Großer Bär aus, »Was? Ist er wirklich so ein alter Verräter?« Tacitus meinte, »Wenn das stimmt, werfen wir ihn natürlich aus unserer Gemeinschaft raus. Diesmal wäre das dann aber für immer. Ah, da ist er ja. Jetzt kann er es uns selber erklären. Stimmt das, Ryu, dass du dich diesen Sturmmänteln angeschlossen hast?« Ryu entgegnete, »Pa, der Wolf denkt immer, er könnte hier den Ton angeben. Dabei hat er keine Ahnung und raubt nie einen aus. Stattdessen ist er so blöd und lässt sich von denen aus der Mofo-Klasse ins Gesicht furzen und ich muss ihn dann retten. Und wenn ich aber irgendwas sag, legt er gleich los von wegen bla bla bla, Räuberregeln, der Tacitus wird dich ausstoßen und so ein Quark. Also ich habe beschlossen, dass wir den Urballi halt in Gottes Namen machen lassen und heute Nachmittag in New Vegas den ENC ausrauben gehen. Wer ist alles dabei?« Keiner der Räuber meldete sich, obwohl sich alle an ENC-Exil-Gorin rächen wollten, sondern Tacitus wiederholte seine Frage, ob Ryu vorhatte, Urballi zu helfen. Ryu stellte klar, »Also helfen habe ich nie gesagt, das hat sich wohl auch der Wolf ausgedacht. Ich habe nur gesagt, dass es keinen Sinn macht, heute die ganze Zeit gegen ihn und seine Sturmmäntel zu kämpfen, weil wie gesagt, wir sollten zusammen in New Vegas den ENC, diesen alten Exilketzer, ausrauben, da gibt's viel zu holen. Kommt wer mit oder muss ich das auch wieder alleine machen?«
Wolf erklärte sofort, dass er keine Lust hatte, mit Ryu zusammenzurauben, während Großer Bär unentschlossen war. Tacitus sprach: Also gut, ich bin dabei, aber wir versuchen dann nach der Stunde trotzdem nochmal diese Sturmmäntel zu kriegen und wenigstens ein paar von denen auszuschalten. Wenn du nicht mitmachen willst, okay, lass ich durchgehen. Aber stell dich nicht in unseren Weg und versuch nicht, denen zu helfen, klar? Ryu war einverstanden und jetzt ging der Unterricht bei Leo Stahl los. Der wollte schon wieder, dass die Schüler das Zeitalter der Unterdrückung sangen. Allerdings sangen diesmal gleich ganz viele Schüler gemeinsam im Chor: Der Königsmörder soll zittern und bebeln, den Frevel zahlt. Da rief Leo: Ketzerei! Ihr geht jetzt alle 10 Minuten vor die Tür, die da jetzt falsch gesungen haben. Doch keiner der kaiserlichen Schüler machten Anstalten, den Raum zu verlassen. Leo drohte den Schülern an: Ihr geht jetzt oder ich schlag Alarm. Da zog Uvara plötzlich eine Laserschrotflinte und suchte den Schusssound raus. Und eröffnete das Feuer. Als Leo sie verhaften wollte, widersetzte sie sich und knallte Leo eine volle Ladung mitten ins Gesicht, sodass der zu Boden ging. Und jetzt kam Andy, Leos Bruder, der mit einer Pistole bewaffnet war. Doch Großer Bär und Tacitus verprügelten ihn und Andy schaffte es nicht, um Hilfe zu rufen. Schon war er erledigt. Jetzt beschloss Wolf, Amok zu laufen und die Sturmmäntel einfach anzugreifen. Er rief: Los, Räuber, jetzt haben wir sie im Sack, die elenden Ratten! Feuer aus allen Rohren! Dies ließen Uvara und Tacitus sich nicht zweimal sagen und setzten ihre Knarren ein, aber Evita rief: Lauft um euer Leben! Auch Urbali rannte los und die Sturmmäntel stürmten schnell durch die Tür ins Freie, um dort um Hilfe zu rufen. Dadurch wurden die Bullen aktiviert, allerdings wollten sämtliche Bullen jetzt nur Uvara haben, weil der ihr Kopfgeld am höchsten war, und Uvara rannte einfach davon. Wolf hatte inzwischen Denka ins Bein geschossen und sie hoffte vergebens, dass Lucy West ihr half, während Lex sich in der Wasseraufbereitungsanlage versteckt hatte, um herauszufinden, dass Walter gar nicht dort war. Aber Urbaldi hatte auch gemerkt, dass es jetzt eng wurde und rief: Flieht, ihr Narren, flieht! Nach Canterbury, hier läuft heute eh nichts mehr. Peter, Evita und Sabrina hatten es mitgeregt und rannten schnell in Richtung Megatontor. Lex wehrte sich inzwischen gegen Tacitus mit seinem Speer, doch Tacitus setzte seinen Telekinese-Zauber ein, sodass Lex den Speer fallen ließ. Dann hämmerte Tacitus mit seinem Vorschlaghammer drauf los, sodass Lex schnell wegrannte. Aber Leo wachte jetzt wieder auf und merkte, dass alle Schüler weg waren, obwohl die Unterrichtsstunde noch 30 Minuten lang ging. Deshalb gab er sofort einen Großalarm aus und die Bullen, die sich noch in Megaton aufhielten, versuchten nun, sämtliche Schüler der Räuberklasse zu erwischen und zum Unterricht zurückzubringen. Lex, Sabine, Libea und Lenka ließen sich widerstandslos zur Bar führen, während Tacitus versuchte, sich zu widersetzen. Doch als Nathan ihm androhte, ihn niederzuknallen, fügte Tacitus sich. Wolf leistete dagegen aktiv Widerstand gegen Jericho und der ratterte zwar mit seinem Sturmgewehr, das jetzt wieder einen Sound braucht. Aber Wolf hatte auch eins und feuerte Jericho einen Arm ab, um dann zu fliehen. Jericho rief: Stehen bleiben, du Raider-Spion! Du musst sofort zu deinem Unterricht zurück, oder ich leg deinen fetten Stern um! Aber Wolf entgegnete, während er weiterrannte: Pa, mich kriegt ihr nicht! Die Stunde ist um, jetzt werden Sturmmäntel gekillt! Und verließ Megaton durch das Haupttor, um in Richtung Canterbury zu rennen. Leo versuchte mittlerweile nochmal Unterricht abzuhalten und er kündigte auch an: Alle, die jetzt nicht zurückgekommen sind, kommen nächsten Mittwoch nachmittags und kriegen eine umfangreiche Strafarbeit. Und wer die nicht schafft, kriegt eine sehr schlechte Note. Dann galt es wirklich, das Zeitalter der Unterdrückung zu singen. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Unterdrückung ist bald schon Vergangenheit. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ehr euch, Ulfric, unser Großkönig. Auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und ist es zu Ende, führt nach Sofengarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ehr euch, Ulfric, unser Großkönig. Auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig.
In Skyrim klatschen die übrigens immer nur so ganz zaghaft, wenn da so ein Lied gesungen wird. Und Tacitus sang schon wieder falsch. Leo stellte klar, zum letzten Mal wird nicht das falsche Lied gesungen. Du gehst jetzt 10 Minuten vor die Tür. Doch Tacitus weigerte sich erneut und Leo kündigte an, du hast ein Kopfgeld von 40 Kronkorken, Freundchen. Wenn du jetzt nicht hörst, verdoppelt es sich. Tacitus forderte Leo wirklich raus und er kramte nach seiner Pistole. Doch als Tacitus versuchen wollte, mit seinen Zaubersprüchen gegen Leo zu kämpfen, spürte er plötzlich, wie seine Hose runtergezogen wurde und rief, ah, was ist das? Lex und Libea lachten, da Tacitus nun in Unterhosen dastand. Leo hatte jetzt auch seine Pistole gezogen und fragte Tacitus, zahlst du die 80 Kronkorken freiwillig oder soll ich schießen? Tacitus fluchte, verdammte Sturmmäntel, aber allesamt, hier nehmt doch den Mist, eines Tages klaue ich mir alles wieder zurück. Dann drehte er sich zu Lenka um und erklärte, dich mache ich nach der Stunde fertig, denn sie hatte ihm die Hose runtergezogen. Mittlerweile war Urbali schon an der Canterbury-Autobahnkreuzung angekommen und kämpfte mit seinem Nagelbrett gegen eine Horde von Blähfliegen. Außerdem hatte er einen starken Schildzauber gewirkt, damit ihn die Stacheln nicht allzu schwer verletzen konnten. Aber auf einmal kam großer Bär von hinten mit einem Jagdgewehr und feuerte Urbali voll in den Kopf. Urbali hatte es gemerkt und rannte los, allerdings hatte er eine schwere Wunde davon getragen und seine Sicht war ganz verschwommen. Außerdem bekam er plötzlich furchtbares Kopfweh. Trotzdem rannte Urbali und als ihm ein Robohirn entgegenkam, kletterte Urbali einfach über das Geröll und rannte. Jetzt wurde großer Bär vom Robohirn angegriffen, heilte sich aber einfach dauernd und verfolgte Urbali, während er dauernd feuerte. Doch Urbali schleppte sich den Berg hoch und wollte die Tür zum Roboter-Reparaturzentrum öffnen, als ihn eine Kugel von großer Bär ins rechte Bein traf. Jetzt konnte Urbali nur noch langsam laufen. Mit letzter Kraft schleppte er sich zum Aufzug und schaffte es gerade so, die Tür vor großer Bärs Nase zuzuhämmern und hochzufahren zum Mechanisten. Der rief sofort, du bist 20 Minuten zu früh, du solltest eigentlich in Batik sein. Weiß Herr Stahl das? Urbali entgegnete, retten Sie mich, ein wild gewordener anderer Schüler aus meiner Klasse hat mich hierher verfolgt und wird jetzt gleich mit dem Aufzug hier hochfahren, um mich zu erschießen. Sie müssen ihn aufhalten. Ryu rannte mittlerweile in Richtung Canterbury, denn er hatte beschlossen, die Sturmmäntel fürs Erste nicht mehr zu jagen, sondern sich stattdessen einen guten Platz im Rennen zu sichern. Er beschloss, den Weg über Faragut West nach Nordosten zu nehmen und konnte den meisten Raiders entgehen, aber an einer Kreuzung kamen plötzlich ganz viele Skorpione. Mit seinem Schwert hämmerte Ryu drauf los und musste aufpassen, da auch ein Riesenradskorpion im Mix war, also ein Ferris-Wheel-Skorpio. Doch als er dem Skorpion gerade die Beine abgesäbelt hatte, zischte der Wolf vorbei. Dies merkte Ryu und beschloss daher, auch lieber wieder weiter zu rennen und Wolf wieder zu überholen, der sehr schnell war. Auf einmal ratterte Wolf mit seinem Sturmgewehr. Ach verdammt, falscher Sound. Ryu versuchte zu sehen, was los war, und merkte, dass Wolf hinter Evita her war, die einige 100 Meter vor ihm rannte. Er rief, also das bringt aber wirklich gar nichts, lass die unsinnige Aktion doch einfach bleiben. Da drehte Wolf sich zu Ryu um und eröffnete das Feuer. Sofort ging Ryu in Deckung und schrie, du gestörter Bastard, du spinnst ja wohl, einfach auf einen Kollegen loszugehen. Aber Wolf kündigte an, Stern, 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 dich, ich bin ein Räuber, falls du das noch nicht gemerkt hast, rück sofort dein ganzes Geld raus oder ich kill dich. Allerdings achtete Wolf nicht genug auf die Skorpione, schon wurde er von mehreren gleichzeitig mit dem Giftstachel erwischt und schrie laut auf. Ryu wollte weiterrennen, aber Wolf rief um Hilfe. Ryu entgegnete, selber schuld, ich helf dir nicht mehr. Dass du mich angegriffen hast, war der letzte Fehler deines Lebens. Hoffentlich schicken dich die Skorpione nach Soffengarde, damit du wieder zur Besinnung kommst. Wolf fluchte, doch er wurde nicht von den Skorpionen getötet, sondern von Lex, der seinen Speer wieder hatte. Mit diesem erstach er Wolf, sodass der tot war. Dann kamen ganz viele Skorpione, doch Lex stach mit seinem Speer drauf los und erledigte ziemlich viele, während Ryu einfach weiter rannte. Jetzt kam Ryu zur Metrostation Friendship Heights und schließ sich an den ganzen Raiders vorbei. Dann lief er weiter nach Norden und sah, dass Evita gegen Maulwurfsratten und Wandamingos kämpfen musste. Mit ihrem Schläger hämmerte Evita drauf los und holte auch oft mit ihren harten Keilsandaletten aus, die sehr süß aussehen, während Ryu einfach vorbeirannte.
Aber jetzt kamen Ghule, die Ryu zerreißen wollten. Ryu metzelte die ersten paar Schleimghule mit seinem Schwert ab und wurde von verrottenden Leichen mit Pistolen und Sturmgewehren beschossen, also zog er sich zunächst wieder zurück. Jetzt rannte Evita wieder vorbei, die außerdem nicht wusste, dass Ryu gar nicht auf sie losgehen wollte. Sie lachte, »Na, Tullius, hast du immer noch nicht gelernt zu kämpfen?« Ryu entgegnete, »Hör auf, mich so zu nennen, ich habe mit diesen selbsternannten Kaiserlichen nichts mehr am Hut.« Doch Evita lief einfach weg und meinte, »Wer's glaubt, wird selig.« »Eher gibt der ENC auf einmal zu, dass er einen Fehler gemacht hat, als dass ich dir jetzt glaub. Egal, das Rennen gewinnst du jedenfalls nicht.« Mittlerweile hatte Ryu allerdings den letzten Ghoul besiegt und rannte wieder los, und Evita beging den Fehler, mit einigen Tellen-Söldnern aneinander zu geraten, die vom Büschelkopf immer Talon-Söldner genannt werden. Deshalb zischte Ryu jetzt wieder vorbei und gab Vollgas. Er rannte die Straße hoch und wollte dann nach rechts abbiegen, um zum Klassenzimmer des Mechanisten zu kommen. Als plötzlich eine Kugel vor ihm auf dem Boden einschlug. Schnell schaute Ryu sich um und sah, dass Evita mit ihrer Pistole auf ihn feuerte. Ryu rief, »Lass mich bloß in Ruhe, oder ich vergesse gleich, dass ich Waffenstillstand geschworen habe.« Doch Evita feuerte drauf los, und Ryu rannte ganz schnell ums Eck und dann die Anhöhe hoch, und es waren nur noch 100 Meter bis zur Tür. Aber jetzt feuerte Evita ihr Jagdgewehr auf ein geparktes Auto mit Atomantrieb ab, sodass das Auto Feuer fing. Sie rief, »Grüß deine kaiserlichen Lakaien in der Hölle, Tullius!« Gerade war die Batikstunde zu Ende und Leo gab den Schülern noch einen Hinweis mit auf den Weg. Sagt euren Klassenkameraden, dass sie nächsten Mittwoch um Punkt 12 hier zu erscheinen haben und mindestens 6 Stunden lang Strafarbeiten schreiben werden. Der Direktor wird von diesem kollektiven Fehlverhalten erfahren. Tacitus dachte sich, pa, als ob der was zu melden hätte. Bis dahin werden wir eh gesiegt haben und die reichsten Räuber aller Zeiten sein. Der Versager von dem Ältesten hat uns nichts zu sagen. Soll er uns doch von mir aus der Schule werfen? Dann könnten wir noch besser rauben als je zuvor, ohne jeden Vormittag mit Unterricht verschwenden zu müssen und nicht an die Homies und Mofos ranzukommen. Allerdings ging es auch für ihn und die restlichen Schüler das Rennen los und er musste verhindern, Letzter zu werden. Dies versuchten natürlich auch Sabine, Libea und Lenka. Lex war dagegen einfach während der Stunde abgehauen. Doch Tacitus beschloss, Lenka fertig zu machen. Er rannte ihr hinterher, bis sie Megaton zurückgelassen hatte und feuerte dann mit seiner Pistole, von der wir jetzt wieder einen Böller-Sound brauchen. Und feuerte mit seiner Pistole. Aber Lenka lief weg und verschwand hinter einem großen Felsen. Sofort rannte Tacitus auf den Felsen zu und suchte nach Lenka, fand sie jedoch nicht. Stattdessen explodierte eine Brandmine und Tacitus wurde voll erwischt. Dann sprach Lenka, »Hahaha, Kleine, du hast dich mit der falschen Höllenbraut angelegt. Hier!« und trat ihm von hinten voll in den Arsch, um anschließend wegzurennen. Jetzt war Tacitus wirklich Letzter, abgesehen von Jojo, die sich immer noch in der Megaton-Klinik aufhielt. Da er außerdem Brandwunden davongetragen hatte und sich noch nicht weit weg von Megaton befand, beschloss Tacitus zurückzugehen und nach seiner Freundin zu schauen. Doch bevor er Megaton wieder erreichte, kam ihm schneller als alle anderen entgegen. Der rief sofort, »Oh, Alter, du und dein Räuberkumpel seid schuld, dass ich vorhin nicht gewonnen hab, ey. Ja, also du zahlst mir jetzt die 500 Kronkorken, die ich eigentlich gewonnen hab, oder ich knall dir dein Gesicht weg, okay?« Tacitus lachte laut und entgegnete, »Nix gibt's. Wir, die Räuber, sind jetzt die Herrscher über das Ödland. Sei froh, dass ich grad Besseres zu tun hab, als dich auszurauben, weil ich würd...« Da stürmte schneller als alle anderen voll schnell auf Tacitus zu und zog seine Uzi. Doch bevor er das Feuer eröffnen konnte, sprach Tacitus seinen Dornenzauber. Schneller als alle anderen gab einige kurze Feuerstöße ab und zog sich dann zurück, um mit einem Steampack den Dornenschaden zu heilen, während Tacitus ein Bein verloren hatte. Und schneller als alle anderen kündigte an, »Ey, also Alter, das war für den Wolf seinen Schuss ins Knie gestern. Jetzt zahlst du die 500 Kronkorken oder ich knall hier noch was anderes weg, klar?« Aber schneller als alle anderen passte nicht auf, deshalb zauberte Tacitus ihm mit dem Telekinese-Zauber die Uzi aus der Hand und holte sie sich selbst.
Dann zeigte er mit der Uzi auf schneller als alle anderen, der ganz schnell wegrannte und dabei rief, Scheiße, verdammte Räuber, immer wenn ihr kommt, geht alles schief. Denn schneller als alle anderen hatte nicht aufgepasst und war voll gegen einen Baum gelaufen. Tacitus überlegte sich, ob er schneller als alle anderen ausrauben sollte. Allerdings kamen jetzt auch Martius und Senator Antius. Und Senator Antius zog sein Nagelgewehr und rief, ey, geh bloß weg, du Räuber, jetzt kommen wir. Schnell rief Tacitus weg und betrat Megaton wieder durch das Haupttor, um diesmal wirklich zum Doktor zu kommen. Endlich kam Tacitus in der Klinik an und fragte den Doktor, wie es um Cho-Cho stand. Der Doktor eröffnete ihn. Die Behandlung war schwieriger als gedacht und hat viele meiner Medikamente erfordert. Da sie nicht zahlen kann, muss ich stattdessen dich zur Kasse bitten. Alles in allem macht es 500 Kronkorken. Tacitus entgegnete, was? So viel habe ich Ihnen doch vorhin schon bezahlt für die Behandlung. Doch der Doktor erklärte, das war die Behandlungsgebühr, da sie aber nur mit Hilfe von Psychopharmazin R ruhigzustellen war und eine aggressive Schädelitis dritten Grades entwickelt hat, für deren Behandlung eine große Menge Morphin nötig war, musst du jetzt für diese Medikamente zahlen. Zähneknirschend zahlte Tacitus das Geld und hatte jetzt keins mehr, aber er konnte Cho-Cho jetzt mit nach draußen nehmen. Sie war zwar nicht in der Lage, schnell zu laufen, doch sie konnte wieder klar genug denken, um zu wissen, dass sie jetzt Alchemieunterricht in Canterbury hatte. Zusammen gingen sie durch das Haupttor aus Megaton raus und trafen auf David und Lara. David war mit Tacitus zwar nicht besonders eng befreundet, grüßte ihn aber trotzdem, und Tacitus sprach, der Doktor hat mir gerade mein ganzes Geld abgeknüpft für die Behandlung meiner Freundin. Ich glaube, der hat mich übers Ohr gehauen und noch nicht mal alles getan, was er hätte tun können. Sie kann immer noch nicht richtig laufen. Deine Freundin ist doch Ärztin, kann sie sich das nicht mal angucken? David war einverstanden und Lara sprach, normalerweise würde ich zwar keine Höllenbräute kostenlos behandeln, aber die Cho-Cho hat ihr Herz am rechten Fleck, also kann ich mal eine Ausnahme machen. Ajojojo, Bonomol. Als sie den Hals aber abgeschlossen hatte, war Cho-Cho wieder komplett geheilt und konnte somit endlich wieder rennen. Tacitus bedankte sich und lief dann zusammen mit seiner Freundin los, und sie hatten jetzt nur noch eine Minute Zeit, bevor die Stunde offiziell anfing. Doch es lag noch ein weiter Weg vor ihnen. Der Mechanist hatte Großer Bär zu einer Stunde Nachsitzen verdonnert, da Großer Bär tatsächlich versucht hatte, Urberli auch in seinem Klassenzimmer noch weiter anzugreifen, und Großer Bär hatte eigentlich überhaupt keine Lust, nach der Alchemiestunde noch da bleiben zu müssen. Ryu bereitete sich dagegen schon gedanklich darauf vor, nach der Stunde sofort nach New Vegas aufzubrechen, genauso wie Urberli, und jetzt war es 11 Uhr, sodass die Stunde losging. Der Mechanist erklärte, wenn ihr zwei Stoffe miteinander mischt, müsst ihr darauf achten, immer das Gefährliche zum weniger Gefährlichen zu geben. Testet das jetzt mal, indem ihr eine verdünnte Schwefelsäure herstellt. Sofort stürmten alle Schüler zum Pult, um sich die Aufbewahrungsflasche mit der konzentrierten Schwefelsäure zu holen, doch der Mechanist rief, halt, bevor hier noch ein Unglück passiert, holt ihr euch jetzt alle eine leere 20 ml Flasche und ich fülle sie euch auf, dann könnt ihr loslegen. Also warteten die Schüler, allerdings hatte Großer Bär wirklich überhaupt keine Lust auf den Unterricht und plante daher einen Anschlag auf den Mechanisten. In dem Moment, wo seine Flasche fertig aufgefüllt war, schnappte er sie und versuchte mit einem Ruck, den Inhalt über dem Unterarm des Mechanisten auszuleeren. Doch der Mechanist hatte seinen Arm schon längst wieder weggezogen und die Säure landete auf Großer Bärs Rucksack, der sich nun zu zersetzen begann. Schnell rannte der Mechanist los, um ein Abbindemittel zu holen, denn er wusste nicht, dass Großer Bär es auf ihn abgesehen hatte, sondern ging von einem Unfall aus. Aber Großer Bär beschloss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und leerte eine Flasche Wasser über seinem Rucksack aus. Unter siedender Hitzeentwicklung spritzte die Säure in alle Richtungen und traf Großer Bär voll ins Gesicht. Schließlich explodierte Großer Bärs Rucksack mit einem ohrenbetäubenden Knall. Und der Mechanist rief, ah, das war genau das, was ihr nicht tun solltet. Ihr dürft niemals Wasser auf konzentrierte Säure geben, sonst passiert genau das. Großartig, jetzt müssen wir die Sauerei wegmachen. Inzwischen setzte Großer Bär seinen Heilzauber ein, um die Verätzungen zu heilen, die er sich an seinen Wangen zugezogen hatte. Aber sein Rucksack war weg und damit auch das Gewehr, das sich darin befunden hatte, sowie eine Menge Kronkorken. Während der Mechanist damit beschäftigt war, den Boden von Splittern, Rucksackfetzen und Säurerückständen zu säubern, kamen Tacitus und Cho-Cho rein und Urbaldi rief sofort 1500 Kronkorken bar auf die Hand und zwar sofort. Damit meinte er Cho-Cho, die nämlich zum dritten Mal in Folge letzter geworden war, während Urbaldi dreimal im Rennen gewonnen hatte. Aber Cho-Cho entgegnete, ich hab kein Geld und selbst wenn ich welches hätte, würdest du keins kriegen. Jetzt wurde Urbaldi richtig sauer und drohte ihr an, ich sag's nicht nochmal.
Du gibst mir jetzt das Geld oder es passiert ein ganz großes Unglück. Weil Jojo gar nicht hinhörte und sich einfach seelenruhig an ihren Platz setzen wollte, schnappte Urbald sich eine Flasche mit Gift, öffnete sie vor Jojos Nase und rammte ihr den Flaschenhals voll ins Gesicht, sodass Jojo aus Versehen etwas vom Inhalt verschluckte. Tacitus rief sofort um Hilfe und der Mechanist kam, um zu sehen, was los war. Entsetzt rief er, »Oh Gott, das ist Trimethylsilylcyanid. Schnell, sie braucht sofort ein Gegengift und Mund-zu-Mund-Bearbeitung oder... Beatmung meine ich natürlich, oder sie wird sterben.« Sofort war großer Bär zur Stelle und sprach die ganze Zeit den Heilzauber, während Tacitus seine Freundin beatmete und der Mechanist nach einem Gegenmittel für Cyanidvergiftungen suchte, aber Jojo schrie vor Schmerz wie am Spieß und musste sofort kotzen. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht, sie zu retten, sodass sie jetzt tot war, und der Mechanist rief, »Großalarm! Großalarm! Dieser niederträchtige Lakai der Ameisterin muss mit der kalten Kneifzange der Gerechtigkeit zurechtgestutzt werden.« Doch Urbaldi war schon längst abgehauen, denn auf ihn war nun ein Kopfgeld von 10.000 Kronkorken ausgesetzt. Schnell rannte Urbaldi weg und aus dem Robotergebäude raus, wo er auch schon Onkel Roh und Machete auf sich zukommen sah, also sprang er einen Abhang herunter und rannte nach Süden. Dort kamen einige Ausgestoßene, und als Urbaldi an denen vorbeigelaufen wollte, hielt ihn einer von denen an und sprach, »Runter auf die Knie und Hände auf den Rücken, sofort, oder ich gehe über Leichen.« Urbaldi fragte sich, was das sollte, rannte aber einfach weiter. Da fingen die Ausgestoßenen an, aus allen Rohren zu feuern. »Wir werden angegriffen.« Urbaldi wunderte sich, rannte aber schnell weg und schützte sich mit einem Schildzauber vor den Kugeln, dann sprach er seinen Überflutungszauber, damit die Ausgestoßenen ihre Waffen nicht mehr abfeuern konnten. Ihm wurde nun klar, dass die Ausgestoßenen offensichtlich auch als Bullen zählten, aber er rannte ganz weit weg und wollte nach Friendship Hates, als plötzlich eine Stimme ankündigte, »Aha, wenn das nicht mal der kleine Heilige aus der Vault ist, dich haben wir die ganze Zeit gesucht, da hat einer ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Wie bitte? Spaziert hier einfach so im Ödland herum, macht tierisch was los und denkt, dass keiner was davon mitkriegt? So eine Schande, aus dir wäre mal noch was geworden. Naja, Zeit zu sterben.« Doch Urbaldi hatte überhaupt keine Lust auf Tellensöldner, die vom Büschelkopf jetzt wieder Talonsöldner genannt werden würden. Deshalb zog er dem ersten solchen Söldner mit seinem Nagelbrett eins über und sprach dann erneut den Überschwemmungszauber, für den er gerade so wieder genug Mana hatte. Der Tellensöldner traf Urbaldi zwar einmal mit der Pistole, doch bevor die ganzen anderen Söldner auch feuern konnten, stand die ganze Straße schon längst unter Wasser und Urbaldi rannte weg. Inzwischen ging die Alchemiestunde für die restlichen Schüler der Räuberklasse weiter, denn der Mechanist hatte die Verfolgung aufgegeben und war wieder zum Klassenzimmer zurückgekehrt, wo sich die restlichen Schüler immer noch aufhielten. Außerdem hatte Ryu sein Radio eingeschaltet, wo die Durchsage lief, die Tellensöldner werden sich um das Problem kümmern, da mittlerweile schon zwei Schwerverbrecher auf freiem Fuß im Ödland unterwegs sind, sollten wir ihnen nicht mehr sagen müssen, dass sie sich in ihre Häuser zurückziehen und nicht nach draußen gehen sollten, bis die Gefahr vorüber ist. Sollten sie dennoch einem von ihnen begegnen, versuchen sie nicht den Helden zu spielen, sondern melden den Aufenthaltsort des Verbrechers umgehend der Polizei. Doch nun ging die Schulstunde weiter, als wäre nichts geschehen. Der Mechanist hatte lediglich beschlossen, dass die Schüler nun keine gefährlichen Stoffe mehr benutzen durften. Stattdessen galt es, aus einem Laib Brot und einer Schüssel voll Erdbeeren einen Trank der Erholung zu brauen. Als die Stunde um war, beschloss der Mechanist, dass alle Schüler zu ihrer eigenen Sicherheit in seinem Labor bleiben sollten, bis Urbaldi und Poco verhaftet waren. Fortsetzung folgt hoffentlich nicht so bald. Oh nein, es gab einen Fehler.